glaube ich, bei Rewe, Edeka, Penny und Lidl. Funky Cola. Okay, habt ihr schon mal Duschschaum mit Cola-Geruchgeschmack gehabt? Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, denn das Beste kommt auf jeden Fall definitiv zum Schluss. Oh mein Gott, Leute, heute habe ich was ganz super Geniales für euch. Ich habe hier ein Paket bekommen von dem lieben Patrick und oh, das ist wahnsinnig schwer. Ich zeige euch sofort, was drin ist. Und damit auf jeden Fall nochmal herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir auf meinem Kanal Moni Pepperoni. Vielen lieben Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Bleib auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, denn es lohnt sich. Ich werde euch auf jeden Fall zeigen, was sich in dieser Kiste befindet. Und ich sehe schon, oh mein Gott, das ist so cool. Hier, kennt ihr diese Pop-Tarts? Ja, für den Toaster, ne? Einfach rein in den Toaster und dann fertig damit. Einmal in Schokolade und einmal mit Strawberry Sensation. Hört sich mega cool an, von der Firma Kellogg's. Ja, Kellogg's kennt jeder und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Vielen lieben Dank, Patrick. Also der Patrick übrigens, der war in verschiedenen Märkten unterwegs für mich irgendwie. Hat sich wohl gedacht, die Moni, die muss mal ein bisschen zunehmen und war, glaube ich, bei Rewe, Edeka, Penny und Lidl, genau. Da war er überall unterwegs und hat sich gedacht, er packt mal einfach so ganz gemischt alles so rein. Vielleicht sind da ein paar Produkte dabei, wo ihr sagt, so, die kenne ich jetzt noch gar nicht. Das ist auf jeden Fall cool. Schreibt mich auf jeden Fall dann an. Ich verlinke euch das dann oder schreibe euch, wo ihr das dann findet. Und genau, ja. Jetzt mache ich direkt mal weiter. Ich tue das mal auf die Seite hier. Und jetzt haben wir hier ein Trockenshampoo von der Firma Bilou. Kennt ja auch jeder. Mit Berry-Geschmack. Also ganz interessant, finde ich. Werde ich, ja, ich weiß nicht. Ich habe es mal probiert mit diesem Trockenshampoos. Ich muss sagen, das ist jetzt nicht so meins, weil ich möchte lieber dieses erfrischte Gefühl haben auf der Kopfhaut. Aber so zwischendurch, wenn man echt so gar keine Zeit hat, kann man das gerne mal machen. Ja, das ist auf jeden Fall ja, so ein Beerengeschmack, sehr süß. Ja, muss man mal testen. Also ich bin jetzt, wie gesagt, nicht so der Freund davon. Schreibt mal in die Kommentare, habt ihr sowas schon mal benutzt, so ein Trockenshampoo allgemein? Wie findet ihr sowas und wie war die Anwendung? Welche Marke habt ihr denn da so genommen? Könnt ihr da was empfehlen? Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren dann, ne? Genau, jetzt als nächstes. Patrick, du bist ja verrückt. Das ist cool. Guckt euch das an. Ja, Mensch, wo hast du die denn noch bekommen? Und zwar die neuen Sorten von Gönnergy. Ja, die habe ich letztens erst getestet. Da gab es ein Video zu von mir. Da gibt es ja die ganzen drei neuen Sorten. Einmal Juneberry Jam, das ist die lila Dose hier. Und dann haben wir hier White Peach und Sweet Lemon. Aber das ist Sweet Lemon, White Peach und Juneberry Jam. Ich finde diesen Namen richtig cool, Juneberry Jam. Also, ja. Also, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt von mir, das verlinke ich hier nochmal. Schaut euch das an, weil es lohnt sich auf jeden Fall. Da könnt ihr nochmal sehen, wie haben die Sorten mir eigentlich geschmeckt und so weiter und so fort. Wo bekommt man das, beziehungsweise was hat das gekostet und so weiter und so fort. So, die tun wir auf jeden Fall auf Seite. Vielen lieben Dank, lieber Patrick. Cool, richtig cool auf jeden Fall. Nächstes haben wir hier, ah okay, Hose, ein super Shot. Ja, kann ich auch nur empfehlen. Die sind auch mega cool. Und da gibt es auch verschiedene Sorten. Das ist jetzt hier für die Apfelkräfte, Immun. Ja, da trinkt man einfach immer so ein bisschen so im Gläschen. Ja, tut hoffentlich seiner Gesundheit was Gutes. Also weiß ich jetzt nicht, ob das bestätigt irgendwie ist. Aber HOSE ist auf jeden Fall eine super Marke. Nächstes, also jetzt weiß ich auch, warum die Kiste so schwer war. Weil da kommt mir schon wieder das nächste Getränk entgegen. Was auch wieder vom HOSE ist. Das hier, das kann ich noch gar nicht. Hier Mint Water mit Wassermelone und Gurke. Könnt ihr auch nochmal sehen hier. Ja, jetzt. Und zwar, das ist mit Vitamin B12, Eisen, hat ganz wenig Kalorien. Und ich denke mir mal, das ganz eisgekühlt ist bestimmt super erfrischend. Ne? Und HOSE kennt auch jeder. Kann man eigentlich auch nichts mit falsch machen. Vielen lieben Dank, lieber Patrick. Super lieb, also du hast dir echt Mühe gegeben, ne? Mensch, das sieht man wirklich. So, jetzt haben wir als nächstes, boah, hör mal, was ist denn los hier, ne? Schon wieder eine Energy Drink Dose, also wirklich, ne? Also zu viel Energy soll man ja nicht trinken, alle, also Kinder, für Kinder ist es ja nicht empfohlen,
Und für stillende und schwangere Frauen auch nicht empfohlen. Ne? Das ist, da gibt es immer diese ganzen Hinweise. Und zwar haben wir hier wieder, das ist auch cool. Und zwar Red Bull, die Spring Edition. Könnt ihr das sehen? Jetzt genau. Sugar-free und mit dem Waldbeere-Geschmack. Also ich muss sagen, die Dose, die finde ich ja richtig cool. So schön in Rosé gehalten. Ne? Jede Frau mag ja gerne rosa, ne? Like, vielen Dank, Patrick. Und hast mir auf jeden Fall eine Freude mitgemacht. Ich liebe ja die 250 Milliliter Dosen. Die sind nicht so riesig. Also es kommt auf den Durst an. Aber es sind ja Energy Drinks. Das darf man nicht vergessen, ne? Und da werde ich auf jeden Fall auch ein Video zu machen. Wenn ihr wissen wollt, wie es geschmeckt hat und so weiter, bleibt auf jeden Fall dran. Abonniert meinen Kanal. Aktiviert auf jeden Fall auch die Glocke, damit ihr auch die Benachrichtigung bekommt, wenn ein neues Video online ist. Ja, und ich würde mich natürlich auch über Likes immer freuen und Kommentare und so weiter und so fort. Ja, genau. Also das ist mega cool. Kommen wir auch auf Seite. So, was haben wir jetzt als nächstes? Und zwar jetzt haben wir hier von der Firma Alpro eine Hafermilch von mit Barista. Also wahrscheinlich Barista ist schon drauf für einen Kaffee. Guten Kaffee zu machen, und da werde ich auf jeden Fall auch mal probieren, weil mit der Kuhmilch, das soll ja nicht so gesund sein, und ich muss sagen, ich kriege von der Kuhmilch irgendwie mal so Bauchschmerzen. Ich weiß nicht, mein Magen-Darm, der mag das irgendwie nicht so, und seitdem trinke ich Hafermilch, und ich persönlich habe es irgendwie bis jetzt besser vertragen. Ja, und das mit dem Barista ist auf jeden Fall cool, weil ich gerne auf jeden Fall meinen Kaffee mit Milchschaum trinke. Vielen lieben Dank, Patrick. Also das wird auf jeden Fall auch ganz schnell getestet. Ja, das wird nicht alt werden. So, jetzt haben wir als nächstes, cool. Ja, woher wusstest du das jetzt schon wieder, ne? Weil ich mag ja lieber Ketchup als Mayo. Und hier haben wir jetzt Tomatenketchup. In einer schönen kleinen Verpackung hier. Ich kaufe meinen Ketchup nur von dieser Marke. Und Patrick, du bist echt klasse. Mit 70% Tomatenmark. Ja, ist ja richtig cool. Also die wird auf jeden Fall auch nicht lange halten. Die wird schnell leer sein. So, als nächstes haben wir dann nochmal was von der Firma Bilou. Okay, das ist ja auch krass. Ein Duschschaum. Und zwar Funky Cola. Okay, habt ihr schon mal Duschschaum mit Cola-Geruch, Geschmack gehabt? Wie funky ist das denn? Das ist ja absolut funky. Ja, also Made with Love Duschschaum Shower Gel mit Funky Cola. Also das, ey, wenn das mal nicht cool ist, ne, dann weiß ich es aber auch nicht, Leute. Ne? Funky Cola Bully Bilou. Also ich muss sagen, das ist echt richtig genial. Ich habe noch nie mit Cola geduscht. Also ich weiß nicht, habt ihr schon mal mit Cola geduscht? Ja, Cola steht auch drauf. Das ist ja süß. Guck mal hier. Da steht auch tatsächlich Cola. Also, ist da richtig Cola drin oder was? Hm. Ja, ich weiß nicht. Meint ihr, da ist Cola drin? Ja, müsste ja eigentlich dann, der Schaum müsste ja dann so bräunlich sein, oder nicht? Ja, also ich habe noch nie mit Cola geduscht. Vielleicht ist das ja mein neues Super-Highlight so dann mal morgens. Also es riecht jetzt, ich muss jetzt mal gucken, kommt da wirklich brauner Schaum raus? Muss man das schütteln? Weil Duschschaum, ich mach's jetzt mal. Mal gucken. Kommt da jetzt echt brauner Schaum raus? Also, ich teste das mal. Ne, es ist weiß. Okay, es ist weiß. Ich hatte gedacht, vielleicht kommt echt brauner Schaum jetzt noch raus. Ey, Leute. Boah, das riecht echt nach Cola. Das ist ja cool. Ja, das könnte ich ja trinken, anstatt mich duschen mit so, ne? Ja, cool. Also, Cola. Das riecht echt nach Cola, Leute. Das ist ja echt funky. Also, sowas funky, das habe ich noch nie gehabt, ne? Wo kriegt man denn sowas? Schreib mal, ey. Also, Patrick, wo hast du das denn gekauft? Das ist ja mega cool. Funky Cola. Also, ey, das ist absolut krass. Ich muss mal gucken, klebt das auch so? Hm. Nö, das klebt doch gar nicht. Könnte auch eine Creme sein. Und es riecht auch Cola. Das ist ja echt funky, ey. Im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich. Also muss ich sagen, richtig cool. Ja, absolut geil. Cool. So, dann haben wir hier was zum Naschen. Ja, Naschen ist auch immer super. Und zwar, das ist hier, sieht man schon mit Erdnüssen und Schokolade und so weiter. Reese's Pieces, kenne ich jetzt nicht die Firma. Reese's Pieces. Peanut Butter in a crunchy shell. Okay, ja, lecker, lecker. Kann man so abends auf der Couch naschen, ne? Ist auch nicht verkehrt.
Vielen lieben Dank. Ich weiß gar nicht, Patrick, wo hast du die Packung gekauft? Schreib mal einen Kommentar oder schreib mich mal persönlich an. Ne? Also das würde mich auf jeden Fall interessieren. So, als nächstes haben wir schon wieder was zum Trinken. Was ist das? Ah, cool, Starbucks. Ja, cool. Weniger Zucker, Kaffee mit Milch. Ja, kalter Kaffee. Kalter Kaffee mit Milch mag auch jeder. So, wenn der Sommer kommt, finde ich das richtig cool. Vor allem so kalter Kaffee mit so einer Vanillekugel, Eiskugel, aber lecker. Ja, kann ich jedem empfehlen, probiert das mal aus. Und dann noch mit Eiswürfeln rein, so richtig eisgekühlt. Und Starbucks, den Kaffee mag ich sowieso total gerne. Also ja, cool, geil. Also freue ich mich mega drüber. Danke, danke, danke. Mua. Ehrlich, also perfekt. So, dann haben wir auch fürs Frühstück auch noch. Ja, das kennt bestimmt auch jeder hier, diesen Brotaufstrich. Crunchy Cream. Und da muss ich sagen, Nutella ist ja auch wirklich lecker, aber was ich hier mal sehr gerne mag, ist dieser Crunch, ne? Also, dass man das so Erdnusscreme, sondern halt auch mit so richtig so crunchy. Also es hat schon ein bisschen Biss und also ich mag es sehr gerne. Was sehe ich denn hier? 1 Euro sofort Rabatt. Ja, ist ja auch cool. Muss ich mal lesen, was damit auf sich hat, wie man das bekommt. Ja, vielen lieben Dank. Also Frühstück ist auch gerettet. Duschen, Frühstücken, ja, alles perfekt. So, und dann haben wir hier noch einmal, ah ja, okay, Kaugummis von Airwaves. Kennt auch jeder die Marke, ne? Jetzt muss ich aber nur mal schauen, was ist das denn jetzt für ein Geschmack? Das ist Lim und Ginger. Okay, Lim und Ginger, ja, cool. Auch. Ja, die mag ich total gerne. Ich finde, die halten immer irgendwie total lange, wenn man die so kaut. Der Geschmack ist nicht direkt aus dem Mund. Und ich mag die sehr gerne. Mehr riechen kann man jetzt nichts. Ja, werde ich auf jeden Fall auch mal probieren und testen. Und ich finde auch diese Farbe irgendwie echt ansprechend. So, macht irgendwie gute Laune, finde ich. Ja, cool. So, dann haben wir als nächstes noch, was haben wir hier? Ah, okay, ein Haferriegel. Hafer Zero mit Haselnuss. Ja, kann man auch gut sehen, ne? Haferriegel. Ja, hier zwischendurch ist auch nicht schlecht. Mit wieder hier keine Kalorien, Zero Zucker und so weiter. Also, das ist auch immer, ja, finde ich ganz nice. So, als nächstes haben wir hier, ah, das ist ja auch cool, ein vegetarischer Joghurt Curry. Das ist eine Mischung. Könnt ihr das sehen jetzt? Ja. Das ist eine Mischung, Biomischung zum Würzen von Joghurt Curry mit Reis. Oh, lecker. Könnt ihr ja auch schon hier sehen auf der Abbildung hier, wie das nachher aussieht. Ja, Joghurt mag ich, Curry mag ich, Reis mag ich. Ja, alles super gemacht. Also alles richtig gut, ne? Und 100% natürliche Zutaten. Ja, das ist auch cool, ne? Also. Ja, und das in ganz vielen kurzen Minuten, in Minutes, ja, also kurz und schmerzlos, ja, wunderbar. Also das liebe ich ja auch. Probiere ich auf jeden Fall auch mal aus. Danke, danke, danke. So, und jetzt haben wir die Kiste, das ist ja kein Wunder, ne? Da sind noch so Dinger drin, da muss ich mal lesen mit dem QR-Code, was es damit auf sich hat. So, als nächstes habe ich hier von der Firma Dr. Edgar, kennt ja auch jeder, Love It, Schokopudding, dann haben wir süßen Reis und das Ganze ist auf pflanzlicher Basis, sehe ich, und wahrscheinlich auch schnell zubereitet, genau, einfach die Tasse rein, heiß Wasser umrühren, fertig, ja, perfekt, ja, klasse, da kann man auf jeden Fall nichts mit verkehrt machen, Dr. Edgar, vielen lieben Dank, lieber Patrick, werde ich auf jeden Fall auch genießen. So, Gottchen. Naja, und last but not least haben wir hier noch, und zwar, ich habe natürlich schon mal ein bisschen gespinst, da war noch eine Lampe drin, und zwar eine 3D-Illusionslampe, und die steht schon dort, das ist dieser, dieser Kopfhörer. Und ich muss sagen, ist richtig stylisch. Vielen lieben Dank. Da war auch eine Fernbedienung bei. Ich nehme an, das hast du einfach noch mit dazugelegt. Also das finde ich richtig eine coole, coole Überraschungsbox, muss ich schon sagen. So und so. Genau. Ja, vielen lieben Dank, lieber Patrick. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Wenn du mir auch eine Überraschungsbox zukommen lassen willst, dann schreib mich gerne an. Dann gebe ich die Adresse gerne raus. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich würde dich erwähnen und so weiter und so fort.
Ja, vielen lieben Dank. Ich wünsche auf jeden Fall euch noch einen schönen Tag und bis dann. Auf Muni.